Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Na, jetzt habe ich euch auf die Folter gespannt. Wir wollen hier unten gucken, was es da mit diesem geheimen Zufluchtsort auf sich hat. Aber wir wollen auch mal Angies Sachen hier öffnen, die sie mir geschenkt hat. Also, Hort des Professors. Hörnhund wohnen, ein perfekter Onyx-Schuhe, alle beständige Schuhe für Balance, Traumstab des Schulleiters ist für Mythos Sturmhund. Wohnen. Nachtschatten, Skelettpirat, Wohnschuhe, Dahlias, glühende Schuhe. Die habe ich doch schon. Oder meine andere Werte. Seraphenflügel nur für einen Tag und nur 20%. Ich guck mal gerade nach den Schuhen. Meine sind auch 120. Die, die ich jetzt bekommen habe, das müssen ja dann genau die gleichen sein, ne? Exakt dieselben Schuhe. Okay, alles klar. Einlösen. Wohnen, Professor Drake. Wie süß. Wohnen, Reittier, schwarzer Hengst für einen Tag, einen Tag. Hut, aha. Ein Fez. Dworgens Chaosmütze. Kapuze. Reittier, schwebende Feuerrune. Yeah! Nur für einen Tag. 20%. Ist auch gemein, dass sie einem noch nicht mal für einen Tag 40% Geschwindigkeit gönnen, oder? Reittier, Wohnen, Waffe, Richtstab des Schulleiters. Auch nicht schlecht. Und, was haben wir hier? Oh, fuck, das passt alles nicht in meinen Rucksack. Was habe ich also wieder für einen Quatsch dabei, oder? Alles lauter Blödsinn hier. So viel Zeug, was ich auch gar nicht benutzen kann, ne? Dieser ganze E-Rim-Kram. Gut, verkauft. Dann können wir das noch öffnen. Professorin Wu, Kiste mit Kuchen, Reittier, Reittier, Gewand Alharset, Forsches Ornat und Dworgens Chaoskapuze. Naja, okay, die Sachen waren jetzt nicht so berauschend. Wir gehen jetzt mal hier unten rein in den geheimen Durchgang. Wo sind denn die anderen jetzt eigentlich geblieben? Look here, it's the curse breaker, the Banshee's Bane. Aha. I had a feeling you'd eventually catch on. And now you found our safe house too. Na klar, ich finde alles. You know, I actually had my eye on you at one point. I thought you'd be a good recruit for the Cabal. Better than that dingbat Grimwater. But of course you were loyal to Ambrose. And then you had to go and join the Arcanum. Ugh! Oh yes, we know all about the Arcanum. Just as the Arcanum knows all about the Cabal. Ah, but they haven't been honest about that, have they? Now you'll never know the truth. Jo, ist ja gut. So, okay, dann werden wir jetzt mal loslegen. Bosskartenspiel ist ausgerüstet. Ich hoffe, die cheatet nicht. Und wir können hier einen ganz stinknormalen Endgegnerkampf machen. Oh, sie ist nicht. Bin ich als erstes dran, aber das ist in dem Fall egal. Den Gegenschlag? Braucht man den Gegenschlag? Nee, braucht man nicht. Ganz normale Wizard City Kampfmusik. Krass, oder? Was wird das? Pa, alles Amateure. Okay. Plus 70% weggemacht. Und sich geheilt. Okay. Schade schon mal, ne? Da machen wir mal eine Klinge. Mal gucken, ob sie dann irgendwas Böses zaubert. Minus 45%. Schweinebacke, oder? Gut, dagegen hat sie nichts. Das ist schon mal schön. Das können wir gleich auf sie drauf machen, auf die blöde Kuh.
Machen wir direkt mal. Test, Test. KD, kein Ding. Muss ich das wohl alleine bestreiten. Aber das werde ich wohl hinbekommen, ne? Ja, du kannst dich ja schon mal heilen. Das ist ja ganz sweet, aber bringt uns nichts. Also bringt dir nichts. So, gute Frau. Todesschild. Mach mal das mal weg. Feuerfalle. Ich kann es noch einmal probieren. Vielleicht war es ja nur mit dem Täuschen so. Ja, sie hat nur was gegen Täuschen. Okay, gut zu wissen. Täuschen machen wir also mal weg. Dann gibt es jetzt noch eine Elementarfalle. Und dann kriegen wir das Mädchen gleich schon schön vermöbelt. Dann schieben wir ihr das Röckchen hoch und hauen ihr den faltigen Hexenarsch. Minus 65% Heilung. Okay. I don't care. Holy crap. Hä? Kenne ich den Zauber? Nee. Den Zauber kenne ich nicht. Wow. Das war aber eine... ziemlich schön was abgezogen. Ganz schön gemein. Ganz schön gemein, wo? Ach, jetzt zaubert auch noch ihr Haustierchen. Ja, minus 65% Heilung ist natürlich eher schade. Hab noch einen Schattenpip. Das können wir auch mal gerade machen. Plus 40%, alles klar. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen gewappnet und können uns noch ein bisschen hier aufpowern. Hast du das schon wieder gemacht, Mädchen? Gut, okay. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Stabzauber. Den Stier brauche ich gar nicht diesmal. Tja. Heilung minus 65% ist nicht so nett. Ist nicht so toll. Aber gut, ich habe genug Pips. Okay. Ja. Das können wir mal wegmachen. Das können wir auch wegmachen. Machen wir uns noch ein Schildchen. Plus 20% Angriffskraft. Die powert sich gerade richtig hoch, die gute Frau. Ne? Ich habe 1, 2, 3 Klingen. Sie hat 1, 2 Fallen. Plus draußen noch die Runden-Aura. Quatsch, die Aura für alles. Den Gegenschlag werde ich trotzdem nicht benutzen. Ich benutze jetzt noch den Feuerkessel und dann werde ich mal einen Angriff versuchen. Ein Schild habe ich noch. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ne? Ach, ein
einen schönen runden Zauber kann die auch noch gebrauchen. Wir können ihr damit schon mal schön was abziehen, würde ich sagen. Oder? Jetzt geht natürlich mein Schild weg. Schade. Baum. Wow. Und jetzt... Sehr gut. Naja, nicht so gut. Doch, gut. Ja, ich habe es zweimal drauf, das minus 65% Ding. Schade. Naja, besser als in die Butze gerissen. Wie man bei uns sagt. So, wenn ich jetzt den Kampf schon gewinnen würde, wäre nice. Un, deux, trois. Quatre, cinq. Und außenrum sechs. Nee. Ah, ich glaube, das klappt nicht. 6, 7. 17.000. Doch, hat geklappt. Gut, sehr schön. Tja, Greta, Schwarzkessel. Das war's, wa? Bah! So you would drive me out of Wizard City. Fine, I'll go. But know this. The Arcanum is not what you think. They've been lying all along. Did you know that at first I only suspected you as a Cabal spy? Of course not. She told you lies then, just as she tells you lies now. You chose the wrong side, wizard. But it's no matter at this point. We both know time itself is slipping away, don't we? Sure. Whoa, that was heavy. You really think she's telling the truth? No way. I can't believe the Arcanum would do that. Look, you should go and clear this up with the Arcanum. I'm going to ask Ambrose for permission to help you in Mirage. I'll catch up. Okay, catch up. Die will catch up. Okay, dann soll das mal. So, gibt's hier noch irgendwas für mich? Nö, ne? Gespräch mit der Fitz der Bibliothek. Ha. Machen wir doch mal. Interessante Wendung gerade so ein bisschen, ne? Puh. Mir ist so warm. Aber wem sage ich das, ne? So, ab mit dem Herr Fitz sprechen. And just where do you think you're going, Initiate? Ione gave me specific instructions. She's not to be disturbed. You can't... Was ist das denn für ein Quatsch? Hm. Wie praktisch. Kevin ist jetzt sauer, macht jetzt einen Aufstand. Und wir kennen ja... Kevins diplomatisches Geschick, der müsste eigentlich den Leuten direkt auf die 12 hauen. You dare to storm into my office? Fitzhugh told you to stop. You what? You confronted an agent of the Cabal? Alone? I feel shocked. So the Cabal agent said we were lying to you. I've spoken no falsehoods, but I haven't told you the entire truth either. We knew the Cabal was watching you. And that you were tainted by shadow magic. Actually, we subjected Velma von Venkman to the same scrutiny. It's true, we know about the Cabal. Its leaders were once in the Arcanum, before the Schism. But initiates are never privy to this knowledge. Very well, the time has clearly come. I can say no more until you become an understudy. Fortunately, your eligibility has already been approved. To advance to the rank of Arcanum Understudy, you must now speak with Cyrio Cassini and face the appropriate trial. Then return. Ich muss jetzt schon wieder eine Prüfung machen. Immer diese Prüfung. Ist ja wie im echten Leben. Dauernd muss man für irgendwas geprüft werden. Die Leute können einem doch auch mal glauben, dass man es weiß. Oder dass man es kann. Krankenpflegeexamen. Was soll denn diese Prüfung? Kann auch mal sagen, ja, okay, wir glauben schon. Na, du schaffst es schon. Hier, geh mal arbeiten. Völlig überbewertet, diese Prüfung. So, Crostini, Cassini. Ich muss kämpfen. Aha! The face of the Arcanum's future stands again before the Arbiter Practice. I knew from Ardul that you would be a rising star here.
And you are now eligible to face the trial of the understudy, yes? That is the quickest turnaround for an initiate I have ever seen. But I am confident you will do well once again. You are familiar with the trial chambers. The door to this one is back out in the hallway. Face the trial of the understudy, and if you succeed, you may simply return to Ioni. Until next time, my friend. Okay. Müssen wir schon wieder eine Prüfung machen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bin mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.